Es geht um die Todesfuge, meine Damen und Herren, also um das mit Abstand meist zitierte deutschsprachige Gedicht des 20. Jahrhunderts. Bei einer Google-Recherche erzielt man für seinen Titel derzeit über 127.000 Treffer gegenüber vergleichsweise gerade einmal 63.000 Treffern für Rilkes Duineser Elegien oder erstaunlicherweise nochmals deutlich weniger 48.000 Treffern für Bertolt Brechts großes Exilgedicht An die Nachgeborenen. Im Ergebnis ihrer inzwischen mehr als 6 Jahrzehnte umspannenden Rezeptionsgeschichte ist Celans Todesfuge allerdings auch ein Gedicht von potenzierter, nämlich, so schlage ich das vor, zu benennen, zweipoliger oder, wenn Sie ein anderes Bild vorziehen, doppelseitiger Kanonizität, einerseits literarisch-ästhetisch, andererseits memorialkulturell. Dafür gibt es Belege zuhauf, publizistische, curriculare, museale. Die Todesfuge dürfte das einzige deutschsprachige Gedicht des 20. Jahrhunderts sein, das nicht nur im Deutschunterricht, vielmehr auch im Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe figuriert, bei material- und didaktisch avancierten Unterrichtsformen wenigstens. Die Todesfuge dürfte auch das einzige Gedicht sein, das dauerhaft oder unter Wechselausstellungsprinzipien regelmäßig wiederkehrende Präsenz sowohl in Marbachs Literaturarchiv der Moderne als auch im Deutschen Historischen Museum in Berlin genießt. Und es dürfte bis heute das einzige Gedicht geblieben sein, das es zu einer Lesung in dem vielleicht literaturfernsten aller Orte, dem Deutschen Bundestag nämlich, gebracht hat. Unvergesslich für uns Ältere, die seinerzeit 1988 noch Bonner Gedenkstunde zum 50. Jahrestag des Judenpogroms vom 9. November 1938 die Ida Ehre, Hamburg, Holocaust-Überlebende und Grand Dame der Kammerspiele, mit einer Lesung von Celans Gedicht eröffnete, bevor es dann mit Philipp Jenningers, des damaligen Bundestagspräsidenten, skandalträchtig tollpatschiger und schließlich auch rücktrittseffektiver Gedenkrede weiterging. Verborgen bleibt in der Aufzählung dieser Daten, aus denen man eine prospektreif geradlinige Erfolgsgeschichte herausfantasieren könnte, dass die potenzierte, also nochmals zweipolige Kanonizität des Gedichts Todesfuge einen spannungsvollen, von Kontroversen und allerlei Irrläufen der Kritik durchzogenen Bestand beschreibt. Auf dem Weg zur Schulbuchpflichtigkeit, Museumspräsenz und staatsaktoffiziellen Zitierbarkeit, einer in sich problematischen, wenn nicht per se stickigen Trias, hatte es die Todesfuge nicht leicht, sondern schwer. Aus freilich unterschiedlichen, ja gewissermaßen gegensinnigen Gründen, die ich sogleich vergegenwärtigen möchte. Sie war nämlich eingeklemmt in der Rezeptionsgeschichte der ersten 3 Jahrzehnte, die ab den frühen 1950er Jahren datiert, zwischen Skylla und Charybdis, harmonieästhetische Vereinnahmung auf der einen Seite und politästhetische Verdächtigung andererseits. Das werde ich in einem ersten Teil vergegenwärtigen. So, dann werde ich die hermeneutische Apologetik Revue passieren lassen, mit der die Literaturwissenschaft in Reaktion auf die literarische Kritik des Gedichts reagiert hat. Es ist ja typischerweise so, dass wir Literaturwissenschaftler nicht Kanonisierungsinstanzen sind. Wir sind vergleichsweise von minimer Macht, nicht? Der letzte, vielleicht Poppenbergs Kollege Curtius, der vielleicht noch sozusagen ein kanonisierungspotenter Literaturwissenschaftler im 20. Jahrhundert war, heute laufen wir der Medienliteraturkritik hinterher und wir sind gegen so jokose Figuren wie Dennis Scheck natürlich Zwerge, nicht? Das liegt aber auch daran, dass die Literaturwissenschaft Aufsatzformate zur Hand hat, da entwickelt man Argumentationen und die können allenfalls Gründe nachreichen, wenn Sie das überhaupt noch tun, also in Wertungsdiskurse einsteigen, die die Literaturkritik längst rausposaunt oder auch vielleicht nicht gesehen haben. Also diese Nachträglichkeit der hermeneutischen Befassung mit einem Text in wertprofilierender Absicht wird auch im Falle Celans greifbar. Und schließlich warte ich dann selbst mit ein paar Überlegungen zum Text auf, die ich unter das Heading einer Phänomenologie dieses Gedichts stellen möchte, und Sie werden dann auch gleich sehen, warum. Fangen wir mal an mit minimaler Theorie, die ich thetisch ungeschützt vorstellen will, nämlich zunächst 2 Grundsätze
der Kritik aller Kritik und näherhin auch der literarischen Kritik in Erinnerung rufen werde. Das sind eigentlich unkontroverse Bestände. Aber es ist gleichwohl wichtig, das als Folie zu haben für das, was kommen wird. Erster Grundsatz: Kritik, die nicht zu den internen Maßstäben Ihres Gegenstandes vordringt, ist schlechte Kritik. Wenn Sie einen Füllfederhalter dafür kritisieren, dass Sie sich mit ihm nicht gut die Zähne putzen können, dann üben Sie schlechte Kritik, weil Sie den internen Maßstab der Funktionalität des kritisierten Gegenstandes verfehlen. Und Analoges gilt für hochgeistige Güter selbstverständlich auch. Wenn Sie Goethes Vermächtnis dafür kritisieren, dass es bei diesem Text nicht zu lachen gäbe, üben Sie auch schlechte Kritik. Das ist der erste Grundsatz. Der zweite komplementäre Grundsatz lautet so: Kritik, die die internen Maßstäbe Ihres Gegenstandes weder zu rechtfertigen noch als nicht gerechtfertigt zurückzuweisen vermag, ist gleichfalls schlechte Kritik. Also wenn Sie sich nur den internen Maßstäben anbequemen, die vielleicht paraphrasieren, wenn sie denn ausformuliert vorliegen, und nicht selbst in der Lage sind, begründungsweise noch zu diesen internen Maßstäben sich zu äußern, die explizierend darzutun, sind sie auch ein schwacher Kritiker. Also am Beispiel des Füllfederhalters vielleicht: Sie sollten in der Lage sein, etwas über die Funktionalität dieses Schreibgeräts sagen zu können und dann vielleicht auch komparativ über die Herausgehobenheit eines glattlaufenden gegenüber eines schwergängigen Geräts. Also das ist das eine, und dasselbe gilt natürlich auch für Goethes Vermächtnis. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Gehalt und Gestalt dieses Gedichts als großer philosophisch-poetischer Summe, dass dieses Gedicht ist, im Hinblick auf die Maßstäbe, die Goethe sich selbst gesetzt hat und die er versucht hat, durch Abfassung dieses Textes zu erreichen, wenn Sie nicht in der Lage sind, das sowohl ästhetisch als in diesem Fall auch philosophisch zu stützen oder begründet zu kritisieren, sind Sie auch meines Erachtens ein schlechter Kritiker. Das ist das Erste, und jetzt zwei Grundsätze der Hermeneutik, spezifizieren sollte man sagen, der literarischen Hermeneutik oder näherhin der Hermeneutik des Gedichts. Ein Gedicht zu verstehen, so will ich Ihnen definitorisch vorschlagen, heißt, den kreativen Prozess zu rekonstruieren, dessen Resultat die konstitutive Einheit des Gedichts ist. Explikationsbedürftig sind hier zwei Begriffe. Es dürfte Ihnen natürlich klar sein, dass das im weitesten Sinne eine intentionalistische Position von Hermeneutik ist, die allerdings insofern modifiziert ist, als ich nicht von den Absichten spreche, sondern vom kreativen Prozess. Der Begriff stammt von Richard Wallheim, einem analytischen Philosophen und Kunsttheoretiker. Und für Wallheim ist wichtig, dass in den Produktionsprozess, wie Schleiermacher gesagt haben, würde in die Konstruktion eines Gedichts selbstverständlich auch unbewusste Anteile eingehen. Etwas, was dem kreativen Subjekt nicht zuhanden ist, was aber in der Arbeit des Kritikers, Englisch Criticism, wieder herauspräpariert zu werden verdient. Selbstverständlich aber natürlich auch Absichten, und zwar Absichten unterschiedlicher Art, realisierte sowohl wie aufgegebene oder nicht realisierte. Auch das ist selbstverständlich sehr wichtig, dass Sie sehen, welche Absichten waren einmal intendiert, wurden dann im Zuge des oft langwierigen Schaffensprozesses aufgegeben, durch andere ersetzt. All das gibt erst eine vollblütige, vollumfängliche Perspektive auf das Verstehen der konstitutiven Einheit des Gedichts. Konstitutive Einheit ist ein Begriff, den ich von Rawls übernommen habe und meint die Ganzheit eines Gedichts als das definierende Gesamt für alle Elemente, die in diesem Gesamt vorkommen. Da gibt es Analogien natürlich zur konstitutiven Einheit von Spielen. Die Einheit Fußballspiel legt fest, was als Tor gilt, was als legitimer Zug gilt, was abseits ist etc. Das ist alles bedingt durch die Einheit, die die Einzelzüge, und das sind sozusagen prozessuale Elemente in diesem Ganzen, definiert oder konstituiert. Also ich biete mal diesen Begriff an, ich werde dann später noch etwas spezifizierend über konstitutive Einheit sagen. Und den Anlauf nehme ich dazu gleich mit meinem zweiten Grundsatz. Die konstitutive Einheit eines Gedichts zu verstehen, heißt, in der Lage zu sein, die Elemente dieser Einheit funktional zu explizieren. Ich habe ja in den Veranstaltungen dieser Parallelreihe oft über den Begriff des Verstehens gesprochen. Das ist ein epistemischer im Kern epistemischer Leistung- und Kompetenzbegriff. Wer ein Gedicht versteht, der kann etwas Spezifisches im Hinblick auf dieses Gedicht. Und ich meine, er kann vor allem die konstitutive Einheit des Gedichts
explizieren im Hinblick auf die einzelnen Elemente dieser Einheit, und zwar in ihrer Funktionalität. Er kann erklären, welche Funktion zum Beispiel der Titel eines Gedichts im Blick auf das, was nach ihm folgt, ausübt und wie Ende und Anfang sich wechselseitig determinieren und definieren. Das scheint mir der Kern der spezifischen Leistungskompetenz des Gedichtverstehens zu sein, und das werden wir nachher im Hinblick auf Zählern und gerade im Hinblick auf den Titel der Todesfuge auch noch ein bisschen exerzieren. So viel zu den Grundsätzen von Kritik und Hermeneutik. Nur noch zwei Kaviats: Selbstverständlich heißt konstitutive Einheit nicht irgendwie harmonisch oder klassizistisch geformt oder sowas. Einheiten können hochkomplex, höchst spannungsvoll etc. sein. Also ich präjudiziere keinerlei Harmonieästhetik mit der Rede von konstitutiver Einheit. Im Gegenteil, es ist ein komplexitätsanzeigender Begriff. Und der zweite Punkt ist ganz trivial. Selbstverständlich gibt es einen analytischen Zusammenhang zwischen Hermeneutik und Kritik. Wenn Sie ein schlechter Hermeneut sind, dann können Sie auch kein guter Kritiker sein. Sie müssen zunächst mal verstehen, was Sie kritisieren. Und was verstehen mindestens heißt, wollte ich hiermit angegeben haben. Und damit zu Paul Celan oder zur Inhaltsübersicht des kleinen Vortrags. Ich werde zunächst über den Gegenstand sprechen, nämlich über den Text, die Entstehungs- und Druckgeschichte der Todesfuge, dann über markante Positionen der Kritik, wie sie sich eben sozusagen entlang dieser Achse zwischen Vereinnahmung und Verdacht, politästhetischer Verdachtshermeneutik in den 50er, 60er Jahren entfaltet hat, dann über die hermeneutische Apologetik von Seiten professioneller Literaturwissenschaftler, die es gut mit Celans Text meinen und die auch, denke ich, Wesentliches zutage gefördert haben. Und das will ich dann am Ende, wie sich das ja gehört, wenn man den Anspruch erhebt, einen Vortrag zu halten, noch ein bisschen toppen, also mit Bemerken zur Phänomenalität, also zur Präsenzweise, zum Dasein, zum Erscheinen dieses Gedichts. Deshalb haben Sie das Gedicht auch hier. Sie haben es in Schriftform vorliegen und das wird uns nachher noch beschäftigen. So, der Gegenstand, hier ist der Text, und da es mir doch ganz wichtig ist, der Text ist immer viel, viel wichtiger als die Interpretation, möchte ich den Text jetzt lesen und möchte Sie bitten, mitzulesen. Ich hatte mir überlegt, die notorische hyperberühmte Lesung Celans einzuspielen, aber das will ich gerade nicht, denn diese Lesung, glaube ich, beziehungsweise die Fokussierung der Rezeption auf diese Lesung, das will ich nachher auch noch exemplifizieren, hat die Rezeption dieses Textes dramatisch verzerrt. Es geht um den Text und hier ist er und ich lese ihn einfach vor und Sie lesen bitte mit. Todesfuge, schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer, die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen. Dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit. So viel der durch Lesung vergegenwärtigte und gleichzeitig, und das ist entscheidend, in Schriftform vorliegende Text. Die Todesfuge ist, im Frühwerk Celans liegen die Dinge nicht im Dunkeln, aber in Nebel gehüllt, bis es ist nicht ganz klar. Man nimmt an, dass der Text im Herbst 1944 noch in Czernowitz begonnen wurde, wohin Celan nach der Beendigung des Arbeitslagers, in das er von den Nationalsozialisten gezwungen wurde, zurückgekehrt war. Diese Entwürfe sind nicht erhalten. Es ist aber von Seiten des Autors selbst wie von Dritten mit glaubwürdiger Sicherheit bezeugt, dass die endgültige Niederschrift des Textes im Mai, Ende April, Anfang Mai 1945, wenige Wochen nach Celans Übersiedlung nach Bukarest entstand. Seinerzeit, Typoskripte mit diesem Titel sind überliefert, seinerzeit noch unter dem ursprünglichen Titel Todestango. Das ist sehr wichtig, dass der ursprüngliche Titel so lautete. Unter dem Titel Todestango ist der Text dann auch 1947 am 2. Mai, ausgerechnet Gottfried Benns Geburtstag, in der Zeitschrift Contemporanul, ich kenne leider kein Rumänisch, einer Bukarester Kulturzeitschrift publiziert worden, unter dem Titel Tangul Morci, also der rumänischen Übersetzung des ursprünglichen deutschen Titels Todestango, in der Übersetzung von Celans Jugendfreund Petre Salomon. Hier sehen Sie den Text, identisch mit mit dem definitiven Text, der 45 oder jedenfalls spätestens im Mai 47 erreicht war. Die einzige Änderung, die es dann am Ende des Jahres gab, im Zuge von Celans Übersiedlung nach Wien, wo der Text literarisch verteilt werden sollte an Zeitschriftenredakteure etc. Ende 47 kommt es dann zur Änderung in Todesfuge und wir werden über den Status, den Stellenwert, die Motivation, die Zwecke dieser Titeländerung noch zu sprechen haben, weil sie komplexer ist, als man bislang annimmt. Wie gesagt, 47 erst für fremdsprachige Übersetzung und da so spätexpressionistisch sehen Sie die in die Erde gekrallten Hände der Häftlinge. Übrigens auch hier zum ersten Mal der Name Celan. Geburtsname ist ja Anschel und die Geburt des Autors Celan unter diesem Pen-Name geht also einher mit der Erstpublikation der Todesfuge. Und es gab eine redaktionelle Notiz, die sehen Sie hier oben, die das Gedicht expliziert, minimal kontextualisiert und auf Deutsch heißt das, das Gedicht, dessen Übersetzung wir hier veröffentlichen, beruht auf der Beschwörung einer wahren Begebenheit. In Lublin wie in vielen anderen narzisstischen Todeslagern zwang man eine Gruppe von Verurteilten, wehmütige Lieder zu singen, während andere Gräber schaufelten. Also die Dinge sind ja heute viel bekannter, wie das in den verschiedenen Konzentrationslagern um den Einsatz von Musik, Orchestern, Gesang im Zuge des fabrikmäßigen Quälens und Tötens bestellt war. Celan hat das davon sehr wahrscheinlich durch den Bericht eines sowjetrussischen Offiziers, der das Ghetto Lemberg nach dessen Auflassung besucht hat, erfahren, das ist also Wissen aus zweiter Hand. Und das ist aber die Realreferenz dieses im Gedicht ja sehr prominenten, aber selbstverständlich nicht isolierten, mit anderen Motiven in interner Beziehung, also sich wechselseitig beleuchtend in interner Beziehung stehenden Motivs. 47 hat das der Text allenfalls im Freundeskreis Celans eine Wirkung gehabt, ist da rezipiert worden unter seinen literarischen Freunden und Gönnern. Daran hat sich nicht viel geändert, als der Text
erstmals 1948 in der ersten, wie die meisten von Ihnen wissen werden, katastrophal, drucktechnisch katastrophal verunglückten Gedichtsammlung Der Sand aus den Urnen in Wien erschienen ist. Celan hat wegen des Überbordens von Druckfehlern die Sammlung ja sofort einziehen und einstampfen lassen. Insofern gibt es nur ganz wenige Exemplare dieser auch in minimer Auflage erschienenen Bandes. Der eigentliche Take-off der Todesfuge-Rezeption war erreicht im Dezember 1952, als Celans eigentlicher Debütband im deutschen Mon und Gedächtnis erschien. Und in Mon und Gedächtnis markiert die Todesfuge das Zentrum des Bandes. Es ist direkt in die Mitte gestellt, also schon dadurch herausgehoben. Und die Todesfuge hat dann auch, wenn Sie die erhaltenen Rezeptionsdokumente der Kritik, auch schon der Rundfunkkritik, die es damals ja auch schon gab, durchsehen, war das Zentrum, sozusagen das Entrebillet dieses Autors in die literarische Öffentlichkeit. Und aus gutem Grund, denn es ist ein überragendes Gedicht, unter anderen sehr guten Gedichten, aber wie gesagt, das war das Identifikable für diesen Autor. Noch ein paar Selbstauskünfte Celans, retrospektive Selbstauskünfte, die nicht mehr leisten sollen, als den Text in seiner Thematizität oder thematischen Identität charakterisieren, also seine spezifische Aboutness beschreiben, als ein Gedicht über den Holocaust, wie wir metonymisch zu sagen pflegen. Das ist ja ganz entscheidend für jede Erfassung, jede Beschäftigung mit diesem Text, a fortiori für jede Wertung. Wer nicht versteht aus Gründen von Wissensmangel, was ja heute vielleicht gar nicht mehr so abwegig und utopisch ist, dass hier eine ganz spezifische Referenz auf eine spezifische historische Situation mitkomponiert ist, der kann es gar nicht fassen. Also im Konvolut der Notizen zum Meridian, Celans Büchnerpreisrede vom Herbst 1960, notiert er das jüdische Gedankenstrich: Als ich im Mai die Todesfuge schrieb, hatte ich damals in der Izvestia, wie ich mich zu erinnern glaube, die Berichte über das Lemberger Ghetto gelesen. Das hatte ich schon gesagt. Im selben Jahr 1960 schreibt er an Vaclav Luhinsky: In diesem Gedicht habe ich versucht, das Ungeheuerliche der Vergasungen zur Sprache zu bringen. Also eine Auskunft, die auf den internen Maßstab des Gedichts führt, die über die werkhaft solidifizierte Intention des Autors spricht, das Ungeheuerliche der Vergasungen zur Sprache zu bringen. Und wir werden uns fragen müssen, was das denn in explizierbarer Weise heißen kann, wenn man auf das Gedicht guckt. Und etwas weniger pathetisch abgetönter, aber auch entscheidend, heißt es an den Freund Erich Einhorn am 10.08.62: Die Todesfuge, die mir die Deutschen nie verziehen haben, ist ein Gedicht über die deutschen Vernichtungslager. Das ist also die Aboutness, die thematische Identität des Gedichts, die man zentral zu stellen hat, wenn man das Gedicht verstehen will. Was wurde daraus in den Augen prominenter Kritiker der 1950er und 1960er Jahre? Ich habe diese beiden Pole, Vereinnahmung und Verdächtigung, schon angedeutet. Und ich beginne mit der versöhnungsästhetischen und harmonieästhetischen Vereinnahmung. Springen wir nochmal auf Celans Selbstverständnis, ein Gedicht über die deutschen Vernichtungslager. Daraus wird bei Hans-Egon Holthusen, einem seinerzeit sehr prominenten Literaturkritiker, Dauerautor im Merkur, selbst als Lyriker hervorgetreten und übrigens auch weniger schön gewesener SS-Offizier, ein Gedicht, das der blutigen Schreckenskammer der Geschichte entfliegt, um aufzusteigen in den Äther der reinen Poesie. Sein Thema ist ganz leicht gemacht in einer träumerischen, überwirklichen, gewissermaßen schon jenseitigen Sprache zum Transzendieren gebracht. Ja? Und ich habe mir erlaubt, das nun als versöhnungsästhetisch zu charakterisieren. Sie können auch harmonieästhetisch das Ganze nennen, Sie können auch entlastungssüchtig sagen, Sie können auch eskapistisch sagen, wie immer. Jedenfalls ein Votum, das teilweise wortidentische, jedenfalls sinnidentische
Repetitionen hat in den Kritiken so prominente Leute wie Piontek, Weihrauch, Lerner, Tolenia und so weiter. Ja, dass dieser, jetzt ist hier die Qualität nicht so gut, das stabilisiert sich, dass diese Lesart dem Text nicht gerecht wird, denke ich, muss man nicht aufwendig begründen. Es ist wie umbiegende, drehende Kritik zu bestimmten Zwecken, drehende und verfälschende Kritik, immer eine partialisierende Lektüre, die peinlicherweise sogar die Motivik des Gedichts selbst aufnimmt, nämlich die Motivik des Grabs in den Lüften, also etwa in Vers 4, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ich meine, für jeden literarisch sensiblen Menschen ist die Bitterkeit dieser Zeile evident und daraus wird eben bei Herrn Holthusen das Gedicht, das aus der blutigen Schreckenskammer der Geschichte entfliegt, um aufzusteigen in den Äther der reinen Poesie. Das ist vermutlich unfreiwillig geschehen, aber es markiert sehr schön das Unangemessene dieser Kritik. Und ich habe mir jetzt erlaubt, nochmal zu highlighten Passagen, die sich eigentlich versöhnungsästhetisch, harmonieästhetisch oder sagen wir kulinarisch ganz bestimmt nicht rezipieren lassen. In diesem Gedicht gibt es nämlich eine Fülle von zitierter oder auch direkter Rede und eine Fülle von Sprachhandlungsverben oder im weiteren Sinne Äußerungsverben, die beschreiben, was dieser Mann im Haus, nämlich der KZ-Aufseher, Scherge, KZ-Kommandeur, wer immer, das können Sie ja nicht, die Referenz schwimmt ja ein bisschen, was der tut. Er schreibt, natürlich um die Opposition wird es nachher noch gehen, ein goldenes Haar, Margarete, was er sonst noch schreibt, kann man sich nur vorstellen, aber dann vor allem, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, er ruft, stecht tiefer, er greift nach dem Eisen, er hetzt seine Rüden auf uns und schenkt. Also das können Sie einfach nicht im Sinne, wie es hier offenbar geschehen ist in den 1950er Jahren, versöhnlich oder entlastend rezipieren. Da tun Sie dem Text Gewalt an. Ja? Aber welchen Stellenwert haben die Stellen, die ich jetzt eben hervorgehoben habe, im Rahmen einer Gesamtinterpretation? Und genügt es einfach zu sagen, dass hier eine umbiegende Rezeption statt hat? Nicht alle Kollegen sind dieser Meinung. Ein von mir hochgeschätzter Kollege zum Beispiel, nicht Wolfgang Emmerich, der sich in besonderem Maße um die CELAN-Forschung und auch um das Verständnis dieses Gedichts bemüht hat, schreibt in einem 2000 erschienenen Aufsatz, wenn die Todesfuge überwiegend solche Reaktionen zeitigte, wie sie in der wahrlich nicht erinnerungssüchtigen Wirtschaftswunder-Ära dieser Ära die Lesebücher eroberte, war ihr dann nicht tatsächlich ein ästhetisches Wirkungspotenzial ein mit Isar impliziter Leser im Sinne solcher Lesarten inhärent? Das ist also die skeptische Frage, die er stellt. Das Argument ist ungefähr, das ja ist da nicht doch was dran, nicht im Sinne von aliquiteret, aber es ist vielleicht doch irgendwas gefunden, dass dieses Gedicht der kulinarischen, versöhnungssüchtigen, selbstexkulpatorischen Rezeption der Nachkriegsdeutschen, die eben auch typischerweise Vorkriegsdeutsche und NS-Deutsche, so oder so kontaminierte NS-Kritiker waren, entgegenkommt. Das ist also der Verdacht, ja? Das ist die Seite des Verdachts. Und das Klima des Verdachts, der in den 50er, 60er Jahren eben parallel und entgegen der harmonieästhetischen Vereinnahmung auch artikuliert wurde, das Klima dieses Verdachts kann nichts besser beschreiben als Adornos berühmter Satz aus Kulturkritik und Gesellschaft. Ein Gedicht zu schreiben nach Auschwitz ist barbarisch. Das ist also eines der typisch überziehenden Adorno-Urteile. Ist ja längst sehr triftig kritisiert worden, die Steilheit dieses Urteils, und wir müssen uns damit nicht aufhalten, aber das ist der in gewissen Kreisen auch gesetzte kritische Ton, nicht? der jetzt in diesem Fall von der Frankfurter Kritik ausging, und wie sehr problematisch müssen Gedichte sein, die nicht nur nach Auschwitz geschrieben werden, sondern über Auschwitz, nach Auschwitz geschrieben werden, die gewissen Leuten derart behagen, dass sie sich in der Lage sehen, sie öffentlich kulinarisch zu rezipieren. Das ist das Problem. Und dieses Problem hat niemand klarer, finde ich, artikuliert als Reinhard Baumgart.
einer großen Kritiker und Literaturwissenschaftler der 60er, vor 10 Jahren gestorben, vorzügliche Sachen übrigens über Thomas Mann geschrieben. Haben sich die Gedichte über Auschwitz, so fragt er rhetorisch, immer freihalten können von jener Schönheit, die das... Jetzt kommt akustische Hässlichkeit dazwischen, aber wird gleich vorbei sein. Von jener Schönheit, die das Unsägliche durch Kunstaufwand beredt macht, den Schrecken zur Ordnung ruft, einzirkelt und befriedet. Celans Todesfuge etwa und ihre Motive, die schwarze Milch der Frühe, der Tod mit der Violine, ein Meister aus Deutschland, alles das durchkomponiert in raffinierter Partitur, bewies es nicht schon zu viel Genuss an Kunst, an der durchaus schon wieder schön gewordenen Verzweiflung. Und es ist evident, dass hier ein Ja impliziert ist. Sie sehen, darauf will ich aufmerksam machen, dass auch hier eigentlich partialisierende Rezeptionsfiguren vorliegen. Es werden einzelne Motive benannt, ja, die werden herausgehoben und diese Motive, etwa das berühmte, schwermütige erste und enigmatische erste Bild, dann die prägnante Formel, ein Meister aus Deutschland, die übrigens gar nicht von Celan selbst stammt, aber das ist ein ganz anderes Thema und das klammere ich in diesem Vortrag ein, etc. Also es werden wieder Elemente, ich will nicht sagen atomisiert, aber doch herausgehoben und an die wendet sich nun der politisch korrekte Verdacht. Und nur auf eins will ich noch aufmerksam machen, der eigentliche Vorwurf steckt ja hier, das alles durchkomponiert in raffinierter Partitur. Daran ist zweierlei hervorzuheben. Einmal das Verdikt gegen ästhetische Geschlossenheit, ästhetische Durchformung und ihre Konnotationen, also die Konnotationen von Ganzheit, Wohlordnung, auch Harmonie, dass das sozusagen der Form an sich innewohnt. Das ist hier insinuiert zumindest. Und dann zum Zweiten die Metapher von der Partitur. Das finden Sie pervasiv in der Celan-Literatur, dass das Gedicht eine Partitur sei. Also Partituren sind ja dazu bestimmt, aufgeführt zu werden und etwas zum Erklingen zu bringen, was das eigentliche Kunstwerk ist. Aber das wird dann die zentrale These des Vortrags, den Sie gerade erdulden, sein, dass das Gedicht gerade keine Partitur ist, vielmehr Schrift. Aber so viel also zu dieser Baumgart-Position, die dann Peter Hertling im Jahr 1973 nochmal etwas deutlicher sprechend aufgenommen hat. Paul Celans Todesfuge, jetzt schon die Rezeptionsgeschichte der 50er und 60er Jahre resümierend. Für Jahre edel interpretiertes Schulbeispiel, liest sich aus der Distanz beklemmend. Für den statistisch kaum fassbaren Völkermord werden Sätze gefunden, deren sanfte, schöne Metaphern ungewollt auch die Mörder lyrisch entlasten. Celan aus der Konvention des europäischen Surrealismus schreibend, stilgeschichtliche Einordnung, war nicht imstande, der Gewalttat mit einer Sprache zu begegnen, die den Täter hätte treffen sollen. Hier ist die implizite Norm der Kritik. Ja. Effektivität gegen die Übeltäter. Man darf vielleicht vermuten, im Sinne von moralischer Aufrüttelung oder Verwerfung, das Bürgertum, jetzt wird es soziologisch, das die Mörder gestellt hatte, entlastete sich mit solchen Gedichten, die gleich Beschwörungsformeln in guten Stuben und Vortragssälen gemurmelt wurden. Celan hat, vermute ich, dieses tragische Dilemma begriffen. In seinen späteren Gedichten verschanzte er sich hinter einer zunehmenden Sprachlosigkeit. Jetzt schließt er mit einer Perspektive auf den Stilwandel im Oeuvre, den Sie alle kennen, der oft besprochen ist, also die Verknappung, die Kargheit, das, was Celan graue Sprache genannt hat. Und demgegenüber bildet die Todesfuge die Folie des noch zu schönen Gedichts im Hinblick auf sein Sujet. Eigentlich sind das uralte Argumentfiguren, nämlich Figuren der Konsideration des Abtums. Ja. Ist die Form dem Gegenstand angemessen? Und hier ist das Urteil, nein, ist es sie nicht, weil der Holocaust so atrox ist, dass ästhetisch sich rundende Form im Prinzipiell unangemessen ist. Hier aber auch wieder, ich habe es hervorgehoben, die auditive Abstraktion, das Gedicht, das gemurmelt wird, also als ein auditives Ereignis, etwas, was zu hören ist. Und da sage ich jetzt gleich vorgreifend auf Späteres, dass Celan seit den späten 1950er Jahren sich geweigert hat, dieses Gedicht noch öffentlich zu lesen. Und in verschiedenen begleitenden, den Refus begleitenden Statements
gesagt hat, das Gedicht müsse für sich sprechen und dürfe eben nicht zum Hörereignis reduziert werden. Und warum müssen wir beantworten, wenn wir das Gedicht explizieren wollen? Was Baumgart und Emmerich in den 60er und 70er Jahren kritisiert haben, hat dann wieder aus forschungsdistanzierter Perspektive und die Todesfuge sozusagen in die Evolution des Oeuvre einstellend, Emmerich 2000 gesagt, in Anknüpfung an ein Diktum Celans selbst, der gegenüber Hans Mayer bemerkt hat, dass er die Todesfuge selbstverständlich nicht zurücknehme und nie ein Gedicht zurücknehme, aber, so Emmerich, die Rezeption der Todesfuge hatte Celan schmerzlich darüber belehrt, dass sie in ihrer, gerade ihrer Schönheit wegen von einer deutschen Leserschaft vereinnahmt und missbraucht werden konnte und das bis auf den heutigen Tag. Also musste seine Lyrik einen anderen Weg gehen, den Weg der graueren Sprache, so wie das Celan in dem, seiner Dankesrede zur Entgegennahme des Bremer Literaturpreises 1958 programmatisch formuliert hat. Und nur erinnerungshalber, einer, der paradigmatische Text für diese Stilwende zum Grauen, zum Knappen, zum Nicht-Sangbaren, zum Stillen, Verstummenden ist Engführung, das große Gedicht von 58-59 und ein Gedicht, das schon von seinem Titel her an zumindest eine Lesart des Titels von Todesfuge anknüpft. Engführung, das wissen Sie, ist ein Begriff aus der Kompositionstechnik der Fuge, bezeichnet das Stretto, der ist der deutsche Terminus dafür. Und dann beginnt das eben schon sehr anders. Sie sehen, die Langzeiligkeit ist aufgehoben. Es gibt Einwortverse, die spezifische Celan-Atemwenden in Szene setzende Kurzversigkeit ist da. Überhaupt das Gedicht beginnt mit einem Asterisken. Großartig, gibt, glaube ich, kein anderes Gedicht, das mit einem Asterisken beginnt und sich dadurch schon als Schrift ausweist. Und dieses Motiv wird ja dann durchgespielt, aber hier nochmal nur als textuelle Erinnerung. Wie sich Engführung und Todesfuge tatsächlich zueinander verhalten, werden wir am Ende des Vortrags sehen. Aber dass ein Rekurs da ist, autorseitig paratextuell markiert, steht außer Frage. So, jetzt komme ich zur hermeneutischen Apologetik, die ich auch wie den ersten Teil eingedampft habe für Sie. Ich habe nur zwei markante Stimmen. Die erste von Horst-Peter Neumann, ehemals Nürnberg. Und Neumann hat nur einen ganz kurzen Aufsatz, extrem dicht über die Todesfuge beigesteuert und das Argument geht so, ja, Schönheit ja, Klanglichkeit ja, teilweise exuberante Metaphorik ja, also insofern Traditionsmerkmale des schönen Gedichts, aber gleichzeitig ein Gedicht, das Schönheit problematisiert. Und zwar auf der, könnte man sagen, auf der Inhaltsebene, und das wird dann auf interessante Weise mit der Formebene des Gedichts vermittelt. Also ich lese doch die Passage vor und Sie können das ja am Text auch nachvollziehen, auf welche Motivverkettungen er sich da bezieht. Mit befohlenem Wohlklang, Fiedeln und Tanzen müssen die Ausgelöschten ihre Erniedrigung als schönes Fest begehen. Sie werden exekutiert, indem sie Schönheit exekutieren, die Objekte dieser erzwungenen Todesfuge. Die Opfer sind aber auch das sprechende Subjekt des Textes. Ihr Gesang ist eins mit Wortlaut und Form des Todesfugengedichts. Das ist falsch, aber das dazu später. Darum muss die Frage Genuss an Kunst auf ganz andere Art noch einmal gestellt werden und mit Ja beantwortet werden. Das Gedicht hat den makabersten Kunstgenuss zu seinem Thema. Wessen? Des Meisters aus Deutschland. Hier wird kein geschichtliches Grauen beschönigt, vielmehr werden das historische Schöne, die Kunst der Fuge, die im Titel anzitiert wird, und dann in bestimmten repetitiven Strukturen, die das Gedicht ja als Analogon einer Fuge ausweisen könnten oder zumindest Ähnlichkeitsrelationen dazu herstellen und mit ihnen Celans Gedicht in eins gesetzt, mit dem Grauen, nicht als Schönheit des Grauens, sondern als ein Gräuel der Schönheit. Also, ich habe das dann nochmal thetisch eingedampft für Sie. Die Schönheit der Todesfuge ist die Schönheit eines Textes, der das destruktive und verwerfliche Zusammenwirken eines spezifisch deutschkulturellen, nämlich pointiert musikästhetischen Schönheitskultes, denken Sie an Thomas Mann, denken Sie an Dr. Faustus, genau das ist es, mit den Intentionen und Aktionen des eliminatorischen Antisemitismus der Nationalsozialisten
exponiert. Also dieser Zusammenhang zwischen Kultur und Barbarei. Das findet man selbstverständlich in diesem Gedicht und ich habe wieder sozusagen die Referenzpunkte, auf die sich dieses Urteil stützen kann und an denen es seine Evidenz gewinnt, für sie markiert. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Er ruft, stecht tiefer, ihr einen, ihr anderen singet und spielt und so weiter. Aus Zeitgründen spiele ich das jetzt nicht durch. Ist ganz klar, das Gedicht, so könnte man sagen, stellt das Psychogramm eines mit Hannah Arendt charakteristisch kompartimentalisierten Charakters, der einerseits an der deutschen Tradition festhält, Kunst der Fuge, Tanz, Spiel, seine Sprache ist sogar hier noch romantisch kontaminiert und träumet. Also dieses winzige, nicht elidierte E hier ist sozusagen als Stilem ein Zitat und zitiert, in welcher Selbstverständnistradition dieser Mann im Haus einerseits steht, andererseits ist er der eiskalte Killer. Ja, beziehungsweise ein Sadist. Ja. Und man könnte sagen, dass das Gedicht ein solches Psychogramm aufstellt. Ist auch so. Aber ich meine, dass das eine Partialleistung ist. Und wir hatten ja von konstitutiver Einheit am Anfang gesprochen. Und insofern ist das als Interpretation wohl richtig, aber nicht auslangend. Jetzt nochmal zurück zu Emmerich, der den Neumannschen Ansatz aufgenommen, vertieft, amplifiziert hat und zeigt, dass es hier nicht nur um die Abtragung und kritische Ausstellung des Ineinanders und Miteinanders von eliminativem Antisemitismus und deutscher Musikkultur oder Musikästhetik, sondern überhaupt der Traditionsbestände deutschkulturellen Selbstverständnisses einerseits und der Traditionsbestände, die auf eine Koexistenz, eine friedliche oder sogar produktive Koexistenz von deutscher Kultur und jüdischer Kultur historisch verweisen. Der Emmerich bezieht sich da natürlich auf die, das kann ich im Einzelnen eben in so einem Vortrag leider nicht zeigen, aber es ist, ließe sich sozusagen Wort für Wort deutlich machen auf die Allusionen, Zitate, Anklänge an Goethes Faust, Heinrich Heines Lorelei, Mörike-Gedichte einerseits, dann andererseits auf die Figur des Hohen Liedes, Sulamit, die sozusagen in Zentralopposition zur Gegenfigur der Margarete wird, die abkünftig aus Goethes Faust, also für die deutsche Tradition steht, und auf der anderen Seite die exterminierten jüdischen Traditionselemente und die werden in der Todesfuge juxtapositioniert und damit ad absurdum geführt angesichts des Zivilisationsbruchs, angesichts der historischen Katastrophe. Das ist mir wichtig, hier diese poetologische oder metapoetische Zuspitzung, die der Emmerich seinen Beobachtungen gibt. Er sagt sehr schön, vielstimmig erinnert Celan seine, das hat natürlich eine autobiografische Dimension, zugleich jüdische, Czernowitz, jüdische und deutsche Herkunft und was ihn sonst noch prägte. Doch diese Ehe dem lebendigen Kulturtradition werden in der Todesfuge aufgerufen, herbeizitiert und zerfallen zu Asche, zu nichts, weil sie die der Mörder sind, letztere, weil die sie tragenden Menschen zu Asche verwandelt sind. Diese Traditionen sind unverzichtbar und tot, weil so oder so von den Nazis zu Tode gebracht. Eine so paradoxe wie aporetische Situation, die Vielstimmigkeit nähert sich ihrem Gegenteil an, der Stimmlosigkeit. Nach dieser Lesart enthält das Gedicht also nicht nur, auch hier wieder die Referenzstellen, wo Celan Kulturmaterial sozusagen kollidieren lässt, da nur so veranschaulichungshalber, Sulamit ist nicht nur der Name der schönen Friedfertigen aus dem Hohen Lied, sondern Sulamit war auch der Titel der ersten deutschsprachigen Kulturzeitschrift des 19. Jahrhunderts, deren Untertitel war Zeitschrift zur Beförderung der Humanität unter den Israeliten und ihren Freunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paul Celan um diese Zusatzkodierung wusste. Aber jedenfalls, wir haben problematisierte Schönheit, Psychogramm des NS-Täters, der kompartimentalisierten Psyche, des kultivierten NS-Täters, so sage ich das mal zynisch. Und hier haben wir das Gedicht als große Kulturbilanz, aber eben als Kulturbilanz, die in, wie Emmerich sich ausdrückt, in eine paradoxale und aporetische Situation führt.
Goethe, der noch aus dem Hohen Lied übersetzt hatte, und das Alte Testament, das blonde Gretchen und die zu Asche gewordene Sulamit bleiben unversöhnt. Und das wird ja dann hier markant in diesen Schlussversen, der Schlussapostrophe, Liebesworte beide und in der Parallelität radikal oppositiv und unversöhnt. Aber auch dazu dann noch aus meiner Perspektive mehr. Die Verteidigungen der zitierten Kollegen haben nicht alle Kollegen überzeugt. Und nur um zu zeigen, dass die Diskussion immer noch im Fluss ist, also die legitimatorischen Argumente, dass die nicht durchgeschlagen haben, dass man an dem Gedicht immer noch was auszusetzen findet, nur ein Zitat eines Mainzer Kollegen Dieter Lamping, der sagt, ja, Problematisierung des Schönen, ja, und auch der kulturellen Tradition im Zeichen des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs, also negative Kulturbilanz auch. Aber das Ganze eben doch höchst kunstvoll und durchkomponiert. Und hier zitiert er jetzt wieder Baumgart. Offenbar ist gelungene Form irgendwie in sich schuldhaft. Und Sie werden sehen, was dahinter steht, sozusagen als ästhetische Norm. Lamping beruft sich nämlich auf Adorno oder gewisse Partien Adornos, Adorno auf Adornos Parti pris für den Schock nämlich. Ja? Also schreckhafte Kraft der Kunst. Kunst erreicht die Leute nur noch durch den Schock, wie es in einem Paralipomenon der ästhetischen Theorie heißt. Und das zitiert Lamping nun affirmierend, alle Dichtung über Auschwitz von Rang ist schockierend und impliziert ist, dass die Todesfuge eben nicht schockierend genug ist. Ja? So muss man das leider verstehen. Lamping hat natürlich selbstverständlich recht, dass die Todesfuge kein Gedicht ist, das einer sozusagen kurzatmigen oder auf rasche, staccatohaft einsetzende Effekte auf solche Effekte setzende Schockästhetik verpflichtet ist. Es geht, die angemessene Rezeption der Todesfuge ist sicher, wie man früher gesagt haben würde, ist tatarisch und kontemplativ. Ja, das Gedicht soll gelesen, bedacht, mit Hegel denkend betrachtet werden und nicht, es geht nicht darum, dass einem irgendwelche Frissons über den Rücken laufen, sondern es geht eben um eine andere Phänomenologie aufgrund einer anderen Phänomenalität des Gedichts. Und dazu will ich jetzt ein paar selbstgestrickte Beobachtungen mitteilen, die uns dann vielleicht auch zu sowas wie einer Gesamtinterpretation, die die zentrale Pragmatik, also den zentralen Sprachhandlungssinn dieses Gedichts in den Blick rücken mögen, führen wird. Ich beginne mit Überlegungen zum Titel des Gedichts, der bislang durchweg von allen seit 60 Jahren mit dem Titel befassten Kolleginnen und Kollegen unbedachtsamerweise desambiguiert wird, beziehungsweise die Ambiguität, die ihm innewohnt, wird gar nicht wahrgenommen. Er wird als musikalische Referenz gelesen, also der zweite Bestandteil des Kompositums als Referenz auf die musikalische Kompositionsform der Fuge und den kulturkonnotativen Hof, den der Begriff der Fuge mit sich führt. Also Kunst der Fuge, Bach, die große Fuge, Beethoven und der ganze Traditionszusammenhang, der da dran hängt. Nun gibt es verschiedene Stellungnahmen oder vielleicht, was dieser Lesart Evidenz oder hochgradige Plausibilität verschafft, ist zweierlei. Einmal natürlich, dass wir ursprünglich eine musikalische Referenz im Ersttitel hatten, nämlich dem Todestango. Ja? Todestango war ein Titel, der sich auf das empirische Motiv, das empirische Faktum, dass in Lemberg das Häftlingsorchester Tango spielen musste, bezog. War also empirisch motiviert und das ersetzt Celan dann 47 durch die, könnte man sagen, kulturell schwergewichtige Referenz auf die Form der Fuge. Und dann haben Sie, das wissen Sie alle, bis zu Helmut Kiesel haben die Leute sich ja bemüht, Analogien oder Disanalogien zu fugalen Kompositionstechnik nachzuweisen. Also Wiederholung, Permutation etc. Inwiefern ist hier tatsächlich versucht worden, mit Musik eine Fuge zu schreiben? Es gibt ein
wie ich finde, absolut überzeugende Zurückweisung dieser Lesarten durch Leonhard Oltschner, der einfach auf das Faktum aufmerksam macht, dass sich Mehrstimmigkeit nicht imitieren lässt im Sukzessionsprinzip der Sprache, wo es eben Gleichzeitigkeit nicht gibt, und dass sozusagen schon dieser kategoriale Ausschluss das zu einem sinnlosen Unterfangen gemacht hätte. Und nun sagt Celan auch tatsächlich in einem Brief an den damaligen Lektor des Aufbauverlags, Herbert Greiner-May: Mein Gedicht Todesfuge, nicht die Todesfuge, ist nicht nach musikalischen Prinzipien komponiert. Vielmehr habe ich es, als das Gedicht da war, als nicht unberechtigt empfunden, es Todesfuge zu nennen, von dem Tod her, den es mit den Seinen zur Sprache zu bringen versucht. Das ist die Auskunft des Autors. Und nun, wenn man spökenkickerig über dem Titel wird, muss einem ja in der Tat auffallen, dass Fuge im Deutschen ein polysemes Wort ist, also zwei Bedeutungen. Einmal verweist Fuge tatsächlich auf die musikalische Kompositionsform, dann verweist aber Fuge auch auf das, was sich zwischen Teilen kompositer Gebilde oder juxtapositionierter Einheiten verbindet, nämlich die Fuge zwischen Mauerwerk. Ja? Das ist auch eine Fuge. Also der berühmte Zwischenraum, den Sie mit Mörtel ausfüllen können oder leer lassen können. Ja? Also da klingt nichts, sehr stumm, sehr still. Und das ist das zentrale Semantem: Getrenntes verbindend und gleichzeitig getrennt haltend. So, erste These: Der Titelgedicht ist in der Tat doppelsinnig. Neben der Referenz auf die musikalische Kompositionsform etabliert er eine Referenz auf die Fuge als Zwischenraum. Nun ist es eines, das, ich denke, das ist trivial richtig, der Titel ist in der Tat in diesem Sinne ambig, aber die Aufgabe besteht natürlich, das jetzt im Hinblick auf das Gedicht intelligibel zu machen. Und das will ich tun, indem ich zunächst darauf hinweise, dass der Titel Todesfuge von einer semiotischen Qualität ist, die Goodman die der Exemplifikation genannt haben würde. Der Titel exemplifiziert eine Fuge, nämlich eine Wortfuge, qua Kompositum. Und es ist sogar ein Fugen-S da, nicht? Die Todesfuge. Und der Clou scheint mir nun zu sein, dass nicht nur die Referenz, sondern auch die Exemplifikation dieser anderen Fugebedeutung, nämlich des trennend verbindenden Zwischenraums, in der Tat die mise en abîme, oder mit einem Begriff von Rudolf Arnheim, den ich sehr schön finde, das Mikrothema des ganzen Gedichts ist. Denn die Todesfuge ist von Fugenstrukturen übersät. Und die habe ich Ihnen auf der Rückseite Ihres Handouts durch die Markierung der Cola, also der zu lesenden, der Betonungseinheiten des Textes, markiert. Sie haben Doppelstriche für starke Versfugen, wie man das nennt. Der Terminus ist etwas in Vergessenheit geraten, bei Altphilologen aber noch gängig. Wir sprechen von Zäsuren. Aber jedenfalls ist dieses Gedicht von Fugen übersät. Sie haben in jedem Vers eine Fuge. Ja, und das scheint mir nicht zufällig zu sein. Jetzt sehe ich gerade, dass der Vers verrutscht ist. Das ist allerdings sehr unschön. Aber egal. Das ist zunächst mal eine formsprachliche Beobachtung, aber sie scheint mir unabweisbar zu sein. Und die volle Tragweite dieser Beobachtung wird sich erst dann explizieren lassen, wenn wir das zweite, für mich zentrale Element der Phänomenalität dieses Gedichts bedenken, nämlich die Interpunktionslosigkeit dieses Textes. Und dazu jetzt gleich mehr. Aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das Gedicht überschwemmenden, durchziehenden Versfugen, man können sie alle als Vertikalfugen bezeichnen, ein Komplement haben, nämlich das Komplement einer Horizontalfuge zwischen den beiden abgesetzten Schlussversen dieses Gedichts. In dem Aufsatz, den es zu diesem Vortrag gibt, formuliere ich so kühn, dass ich sage, dass das Gedicht die Todesfuge sichtbar macht. An seinem Ende zwischen
dem Volk der Täter, dem Volk der Opfer, den jeweiligen Symbolfiguren, dass das also die durchlaufende Bewegung dieses Textes ist. Eine Bewegung, die sich konträr zur Musikalität verhält, in absoluter Dummheit und Stille, aber das will ich jetzt abschließend noch ausweisen. Dazu aber als Backdrop, dass die Interpretation dieses Textes, jetzt nehme ich einen Begriff, den ich sonst nicht zitiere, aber hier ist er sehr am Platze, einseitig und extrem unproduktiv phonozentrisch war. Man hat diesen Text nie als Schriftwerk, der er ist, rezipiert, sondern ist immer ausgewichen auf die auditive Realisierung der vermeintlichen Partitur, repräsentiert durch die berühmte Celan-Lesung selbst. John Feldsteiner, Sue in unserer US-amerikanischen Szene, die Autorität für Celan, führt den Fehler, den er dann über 10 Seiten hinweg macht, exemplarisch vor, wenn er sagt, dass man, wenn man Celan auf Schallplatte festgehaltene Stimme hört, man sich hineingezogen in den Sog dieser Zeilen führt. Ja, in der Tat, das ist so, wenn man nur das tut. Manche sind geblendet, andere abrupt eingenommen von dem unerbittlichen Rhythmus, der die beherrschende Metapher dieses Gedichts bildet. Rhythmus und Repetition vereinnahmen jedes andere Element der Todesfuge. Das ist eine Aussage, die in auditiver Abstraktion getroffen ist, nämlich mit Rekurs auf von Celan auf Schallplatte realisierte Lesung. Dass diese Aussage aber phänomenologisch falsch ist, wie auch die zweite Aussage, die sie stützt, die stammt jetzt von Theo Buck, auffallendstes Gestaltungsmittel der Todesfuge ist die Wiederholung. Beide Thesen, dass das rhythmische Element jedes andere Element schluckt und dass die Wiederholung das auffallendste Gestaltungsmittel sei, sind phänomenologisch falsch, weil sie von der Erscheinungsweise des Textes abstrahieren. Und das Element, das tatsächlich das Auffälligste, das Auffallendste, sozusagen der Introitus des Ganzen ist, sie müssen durch dieses Tor gehen, das ist die Interpunktionslosigkeit des Textes. Wenn Sie den Text sehen, sagen wir mal so, hin und weg, hin und weg. Was Sie zuerst wahrnehmen, ist langzeilige, interpunktionslose Schrift. Das ist das, was Sie erfassen, wenn Sie den Text erblicken. Ja? Und Literaturwissenschaft kann von diesen prima facie Qualitäten nicht absehen. Genauso wenig wie Kunstwissenschaft von den prima facie Qualitäten eines Bildes absehen kann. Sie muss sie reflektieren und interpretativ einholen. Die Interpunktionslosigkeit ist ein Unikum in Celans Werk. Celan entwickelt bereits im Frühwerk einen elaborierten Interpunktionsstil, Doppelpunkte, Klammernsetzungen und so weiter impliziert. Und Sie kennen das ja, das geht bis ins Spätwerk durch. Dies ist das einzige Gedicht Celans, in dem er auf jede Form von Interpunktion verzichtet. Und selbstverständlich hat man, wenn das so ist, zumal wenn es Ulikal so ist, die Frage zu beantworten, warum? Ja? Und die Antwort scheint mir zu sein, damit komme ich zu meinen 4 Thesen, die Interpunktionslosigkeit der Todesfuge ist ein eminenter Schriftmarker. Ja? Dass ein Text interpunktionslos ist, können Sie nämlich nicht hören, Sie können es nur sehen. Ja? Deshalb, die Absenz von Kommata hört man nicht und die Absenz von Doppelpunkten, Ausrufezeichen erst recht nicht. Das ist der Zugang, das ist Celans Todesfuge hier. Die müssen Sie sehend lesen. Und der Beweis dafür scheint mir just dieses Negativmerkmal mit Lottmann, dieses Minusverfahren, die Absenz des Erwartbaren, des in deutscher Tradition Erwartbaren. Und es kommt nun hinzu, dass dieses Moment nicht nur den Text als Schrift im eminenten Sinne ausweist, sondern den Text auch zum fremden Text macht. Der Text befremdet durch die Absenz der Interpunktion, die ihrerseits ein negatives Schriftmerkmal par excellence ist. Ich muss jetzt leider sozusagen den poetologischen Exkurs, der hier am Platze wäre, nämlich der Rekurs auf Celans Meridiankorpus, auf das muss ich verzichten. Celan hat, die ihn lieben, wissen das,
intensiv mit der Kategorie der Befremdung, die ein Gedicht ausüben muss, und mit der Kategorie der Opazität, die ein Gedicht als dingliche Erscheinung haben sollte, befasst. Und ich zitiere nur einen einzigen Satz: Das Gedicht befremdet als Schrift. Das ist ein markantes Zitat aus dem Meridiankorpus. Und genau das tut die Todesfuge. Sie befremdet als Schrift in der Fremdartigkeit der Interpunktionslosigkeit. Und nun hüpfe ich gleich zu meiner nächsten These. Meines Erachtens hat die Interpunktionslosigkeit als befremdendes Schriftmerkmal Zitatcharakter in diesem Gedicht. Es wird nämlich nicht einfach die Interpunktionslosigkeit antiker Grabschriften, die es selbstverständlich auch gibt, nicht nur bei Scriptio Continua, sondern wenn Sie an römische Grabschriften denken. Nein, es wird ganz spezifisch die Interpunktionslosigkeit des klassischen Hebräischen zitiert. Nur ein Beleg dafür: Das letzte Wort des Gedichts ist Sulamit. Hier kommt ein hebräischer Name in deutscher Schrift am Ende dieser deutschen Inschrift. Und jetzt sage ich es gleich: dieser deutschen Grabschrift. Ich berufe mich nämlich jetzt gleich auf Autor selbst, auf Selbstaussagen des Autors. Ich ziehe sie mal vor. An Ingeborg Bachmann schreibt Zähler 1959: Erinnere dich daran, dass die Todesfuge auch dies für mich ist, eine Grabschrift und ein Grab. Und der Text geht dann weiter: Meine Mutter hat nur dieses Grab. Ja, sie hat nur dieses Grab. Sinnanalog schreibt er an Rolf Schröers: Die Todesfuge ist ein Grabmal. Das ist jetzt nicht Autorenpathos oder überziehende Interpretation ex post, sondern meines Erachtens die passgenaue, die punktgenaue Erläuterung der Phänomenalität des Gedichts, die Phänomenalität einer Inschrift ist. Ja? Und zwar näherhin einer Grabschrift. Es geht hier um die ermordeten Juden, denen mit diesem Gedicht ein Epitaph gesetzt wird, das im Deutschen die Interpunktionslosigkeit des Hebräischen zitiert und damit ex negativo auf die Grabsteine und die Grabschriften verweist, die es für die Ermordeten, die Vergasten, die in Massengräbern verscharrten, nicht gibt und nie geben wird. Das ist die Zitatqualität dieser Interpunktionslosigkeit. Und nun meine ich, das ist jetzt meine poetologische Lesart, dass die Todesfuge als deutschsprachige Mimesis an eine hebräische Grabschrift selbstreflexiv ist. Wenn wir sie als solche bedenken, als Grabschrift auf die Ermordeten, dann reflektiert sie sich selbst im Grunde als ein Supplement oder Substitut. Und damit ist sie nicht von pausbackiger, triumphaler Ästhetik, sondern von, ja, vielleicht ist dieses Wort am Platze, großer Demut und großer Trauer. Aber das sind jetzt so Weiterungen, die ich Ihnen erspare. Ich schließe mit einem Punkt, der mir doch sehr wichtig ist. Indem sich die Todesfuge als Grabschrift, als Epitaph präsentiert und reflektiert, tut sie zweierlei. Sie hebt nämlich einmal ihre spezifische Fiktion ins Medium der Schrift auf. Die Fiktion dieses Gedichts ist nämlich die einer, wie heißt das, Prosopopeia. Nicht der Rede der Toten, schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends und so weiter. Hier sprechen die Toten. Celan sagt auch in einem Brief, die Toten sprechen von ihrem Tod. Sie hebt sozusagen das Illusionäre, die poetische Fiktion des Totenchores auf in die Stummheit der Schrift, die sie vor sich sehen müssen, wenn sie dem Gedicht adäquat begegnen. Und es sozusagen nicht kurzatmig mal so weglesen, ja. Da ist dann auch was gesagt, was Rezeption eigentlich heißt. Und das Zweite, glaube ich, von dieser, ich habe mal versucht mit dem Begriff von dieser semiotischen Dämpfung oder semiotischen Aufhebung, dieses Hineinnehmen, Zurücknehmen in die zu lesende Schrift, scheint mir zu sein, dass die, auch die metrische, rhythmische Exuberanz, die Daktylen und so weiter, gedämpft werden mit Spitze, also klassische Dämpfung ist das. Das können Sie nicht kulinarisch genießen, wenn Sie es adäquat als Grabschrift lesen. Und allerletzter Punkt, was dieses Gedicht spezifisch leistet, als eine in Schrift zurückgenommene, eine Schrift zurückgenommene Totenchor, der auf einem poetischen Epitaph figuriert, ist, dass das Gedicht die Abwesenheit der Stimmen der Ermordeten, ihre definitive und irreversible Stummheit erfahren lässt. Und das scheint mir eine genuin ästhetische Leistung zu sein, die kein Aufklärungsdiskurs über den Holocaust, seine Gründe, Strukturen, Abläufe, Wirkungen leisten kann, sondern eben nur große und
demütige Kunst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.